Gleichzeitig mit der Einigung auf ein verschärftes Asylrecht in Brüssel hat Olaf Scholz in Rom die Zusammenarbeit mit Italien und seiner Amtskollegin Giorgia Meloni betont. Der sozialdemokratische Bundeskanzler unterhielt sich viel länger als geplant mit der Rechtsaußenregierungschefin. Auch beim Thema Migration äußerte Scholz Verständnis. Salve. Wer die Herausforderungen, die mit der Fluchtmigration verbunden sind, bewältigen will, kann das in der Europäischen Union nur gemeinsam tun. Das ist der Grundsatz, den wir miteinander teilen. Alle Versuche, die Probleme entweder bei jemand anders zu lassen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, werden scheitern. La Germania sa che senza ovviamente l'Italia, le nazioni considerate di frontiera, cioè quelle che sono alla frontiera marittima europea, è molto più difficile avere una politica europea sulla migrazione che funzioni meglio di come funziona quella attuale. Meloni will zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem Regierungschef der Niederlande nach Tunesien reisen. Aus dem nordafrikanischen Land brechen derzeit besonders viele Menschen in Richtung Europa auf.